So, willkommen zurück bei Renis Bastelkaoase, Teil 2 von meinem Anfänger-Kolorationsvideo. Im ersten Teil war es ja dann doch, Entschuldigung, war es ja doch etwas, ich muss mal einen Schluck trinken, Moment, war es ja doch etwas, Moment, etwas sehr theoretisch. Aber muss halt leider sein. So. Was mich halt interessiert, ich meine, dass es auf dem Papier funktioniert, weiß ich. Was es aber mit der Stayson zum Beispiel macht, weiß ich nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal, das lege ich mal drunter. Ich will einfach nur wissen, wie verhält sich die Tinte. Weil ich glaube, dass die sich mischt. Ich muss gerade mal kurz hochgehen. Naja, also auf dem Papier noch sehe ich nicht, dass es sich schlimm mischt. Doch, da. Mal abgesehen davon, dass ich übergemalt habe. Aber, na gut, wenn man auch von der Entfernung da drauf guckt. Ja, es löst sich so ein bisschen auf. Also ich hatte es euch ja im ersten Teil auf der. Wo ist denn hin? Puff, da war sie weg. Ach hier, doof. Da hatte ich es euch ja gezeigt. Da löst sich ja die Stays-On wieder ab mit dem Markern. Ist also nicht so toll geeignet. Wie es sich hier drauf verhält, weiß ich. Deswegen würde ich jetzt mal dieses Markerpapier testen wollen. Und überraschenderweise, das vom Action hat ja den Abdruck auch ganz gut gemacht. Das würde ich auch nochmal antesten wollen. Zum Kolorieren selbst. Weil viele haben ja gesagt, ah, wie ist es mit Licht und Schatten? Und ich weiß nicht, wie ich da dran gehe. Und ich weiß leider nicht, wie ich es gut erklären soll. Es gibt ja zwei Möglichkeiten zu kolorieren. Ihr koloriert von dunkel nach hell oder von hell nach dunkel. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr. Wenn ich von dunkel nach hell koloriere, passiert mir das. Es wird zu dunkel. Also wenn ihr gar nicht auf Licht und Schatten achtet, dann ist euer Motiv ziemlich flach. Wenn ihr Licht und Schatten mit einbezieht, dann kriegt es halt ein bisschen Tiefenwirkung, was ja für so süße kleine Stempelabdrücke. Ich meine, so viel Tiefenwirkung habe ich hier jetzt auch nicht. Ich habe es hier auch mehr oder minder nur angedeutet. Aber es gibt schon ein paar Abstufungen auf meinen kleinen Stinkies. Ihr müsst euch halt vorstellen, ihr habt jetzt zum Beispiel dieses Motiv. Problem ist, ich kann es halt im Moment nicht wirklich anstrahlen, weil von allen Seiten das Licht kommt. Ihr müsst euch halt vorstellen, das Licht kommt aus einer Richtung, zum Beispiel von da. Das heißt, müssen wir mal die Kugel hernehmen. Hier habe ich ja auch, das Licht kommt von da. Das heißt, die eine Seite liegt in der Sonne und die Kugel ist ja rund, das heißt, alles, was dahinter ist, wird dunkel. Und im Normalfall wirft es auch noch einen Schatten, da die meisten aber, ne, wir schneiden es ja eh aus, also den Schatten, den das Objekt wirft, lassen wir komplett außer Acht. Es geht nur ums Kolorieren, jetzt habe ich einen Duppen da reingemacht, von dem Objekt. Also das Licht kommt von hier und dementsprechend habt ihr hier ein Licht oder auch ein Glanzpunkt, den kann man bei den Kolorierten auch noch machen, indem man sagt, okay, mein Licht kommt von hier, ich mache zum Beispiel hier noch so einen weißen kleinen Strich, was dann andeutet, ne, als würde es glänzen. Kann man machen, muss man nicht. Und ja, wenn das Licht von hier kommt auf das Stinktier, dann wirft es ja im Prinzip hier einen Schatten. Das ist jetzt auch schlau da drauf mit Bleistift zu malen. Das will ich ja noch ausprobieren. Also es wirft an den Haaren so ein bisschen Schatten. An diesen bauschligen Weißen. Ihr habt halt hier hinten so ein bisschen einen Schatten, weil das ist ja auch ein bisschen gewölbt, der Körper. Also
Es ist halt schwer, das jetzt zu erklären. Ich müsste jetzt ein Stinktier nehmen, das hier hinsetzen und anleuchten. Fände ich jetzt nicht ganz so toll, muss ich jetzt mal sagen. Ich versuche es. Also ich würde gerne das. Also ich werde es nicht komplett machen, aber ich werde hier mal anfangen, weil ich wissen möchte, wie das Papier ist. Und da ich jetzt überraschenderweise festgestellt habe, dass die Marker sich hier gar nicht so schlecht drauf verhalten, wollte ich es auch gerne mal hier drauf testen. Also nicht mehr lange labern. Ich versuche euch noch ein Stückchen ran zu zoomen. Leg mir noch, ja, mach erst noch mal schön Theater hier. Ich hoffe, dass das geht, weil wenn ich reinzoome, dann ist es halt auch gleich wieder. Es ist ein bisschen. Ich hab's gleich. So. Jetzt müsst ihr's nur scharf stellen. Ich lasse mal den Finger da liegen. So. Also ich sehe jetzt nicht mehr was in der Kamera, was ich mache. Ich hoffe, es stellt sich nicht mehr um. Ich mache das jetzt auch relativ schnell und nicht ganz so ordentlich. Ah, ich glaube, es wird doch nichts. Es zieht halt relativ schnell ein. Hat halt, ich habe nämlich hier einen Trick angewendet, den zeige ich euch natürlich auch noch. Aber dadurch hat sich das etwas besser verhalten, das Papier, als es das jetzt hier tut. Wieder gemalt. Das ist, wenn man sich beeilen möchte. Also ihr macht das natürlich mit Ruhe, nicht so hektisch wie ich. Weil ihr wisst, ich habe ja meine 20-Minuten-Grenze. Na gut, es geht. Es geht einigermaßen. Ah, ist vielleicht zu. So. Also da im Prinzip, wo der Körper an und für sich einen Schatten wirft. Und wo halt das Licht einen Schatten wirft. Weil ihr habt ja zum Beispiel auch an den Haaren, ich nenne es jetzt einfach mal Haare, klar, es ist Fell, aber ihr wisst, was ich meine. Hier der Kopf, der wirft ja auch so ein bisschen Schatten. Da würde man normalerweise etwas dunkler werden. Nehmen wir mal das Hellere. Halt mit dem Papier. Das ist jetzt ein bisschen semi-optimal, das muss ich zugeben. Das ist nicht so, aber das benutze ich ja auch normal nicht. Ich war nur überrascht, dass es halt eben bei dem hier so gut geklappt hat. Also es würde theoretisch gehen. Ich wollte euch den Trick hier noch zeigen. Wir machen das nächste, glaube ich, auch wieder grün. Oder machen wir das nächste Mal schwarz-weiß. Ihr könnt auch wie bei den professionellen Markern, nenne ich jetzt mal so, ihr könnt die Stifte auch laden. Ich muss das mal. Ach, durch die Kamera. Warte. So. Ihr könnt ihr auch die Spitze auf die Spitze halten, wie ihr seht. Seht ihr den Unterschied? Das geht mit denen auch. So. Wo habe ich jetzt meinen? Einfach ein bisschen ab. Und dann ist die Spitze auch wieder in Ordnung. Das funktioniert. Mache ich nur irgendwie nie. Ich weiß gar nicht warum. Aber, also bei dem Grün war der Verlauf. Bei dem Grün war der Verlauf überraschend gut. Gerade auf dem Papier, weil eigentlich dachte ich, mit dem Papier geht es nicht. Hier jetzt, wenn man die Farben nicht lädt auf dem Stift, man sieht, da wird das Verblenden wirklich schwer. Und ich schätze, das ist eben der Punkt, dass die, die sagen, das funktioniert nicht richtig,
Ist halt wahrscheinlich einfach das falsche Papier. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Der Block hat ja seinen eigenen Schutz mitgebracht. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich dann hin muss. Vielleicht noch ein Stückchen. So, ich habe hier zu viel. Ich habe hier einfach viel zu viel Zeug liegen. Ach so, falls ihr wissen möchtet, welche Farben ich benutzt habe für die. Wenn er mal scharf stellt in ihrem Leben. Das waren die fürs Pinke. Das sind hoffentlich die fürs Grüne, weil im Moment, ich hatte ja Alkohol-Tinten gemacht und ich fürchte, ich habe genau die falsche Farbe genommen. Eine von denen. Und für diese Grau-Variante, da habe ich es ja drüber geschrieben, das ist diese Warm-Grey-Variante. Das ist halt dieses Spektrum. Ich hatte nur die 5 vergessen. Ja. Also da sieht man halt auch nochmal, wenn man mehrere Töne nimmt, statt nur einem, wie halt der Unterschied ist. So. Jetzt versuchen wir noch ein bisschen Licht an die Sache ranzubekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das Papier ist. Wir werden es gleich merken. Das war alles auf. Es ist im Übrigen, lasst sie nicht zu lange offen, aber ich kriege dann den Wahn, wenn ich dann permanent alles auf und wieder zumachen muss. Manchmal nehme ich ja dann auch nochmal die dünne Spitze für Feinheiten. Ich weiß halt nicht, wie dieses Papier hier tickt. Deswegen probiere ich es jetzt erstmal so aus. Normal hänge ich mit meiner Nase über dem Ding. Jetzt hier so von etwas weiter weg bin ich das gar nicht gewöhnt. So, ich lasse hier immer so einen kleinen Dubschen stehen und blend mir das dann halt ineinander. Wenn es jetzt noch ein bisschen nass ist, also es ist ja der Alkohol, der ist ja noch so ein bisschen feucht, der muss ja auch erstmal trocknen. Das kommt halt auch noch dazu. Ah, ist die falsche. So, hier hinten wird es ja dann sowieso etwas dunkler. Da gehe ich mit der hellen gar nicht mehr hin. Das war die helle. Ups. Wenn ihr beides aufmacht, ist halt leider die Gefahr, dass ihr die Kappen vertüllt. Ja, manchmal ist halt diese. Die Brushspitze ist unheimlich schön, um was zu verblenden, aber leider ist sie nicht so toll präzise. Das ist halt leider das Problem an der Geschichte. Was ich jetzt natürlich auch noch ausprobieren muss, ob ich auf dieses Papier kopieren kann, weil ich mag ja lieber den Abdruck von dem Archival, weil der einfach etwas feiner ist. Bin ich doof? Keine Antwort bitte. Das war doch richtig.
Ich habe auch keine Ahnung, ob ihr das alles gut sehen könnt. Ich hoffe jetzt einfach, dass er das einfängt, dass jetzt nicht alles unscharf ist. Ich werde es gleich nochmal anschauen. Ja, entweder man lässt es jetzt so oder man haut halt wirklich noch ein dunkleres drauf. Jetzt muss ich nur gerade mal kurz gucken. Ne, das war das ganz Dunkle. Das ist dann aber, ja, da würde ich nicht zu viel mitmachen, sonst wird es, wie gesagt, gleich wieder zu dunkel. So, zwei, drei kleine Akzente, aber mehr würde ich damit nicht machen. Und ihr müsst halt auch ein bisschen schnell arbeiten, weil es verfliegt halt, ne? Es ist halt nach wie vor auf hochprozentiger Basis. Ja, da muss man halt einigermaßen schnell sein. Das ist der Deckel. Der Deckel. So, und dann gehe ich hier. Das ist jetzt hier die, ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, die WG 0,5. Die sieht man kaum. Damit bereite ich meine Eckchen einfach nur so ein bisschen vor, weil auch im Fell hat man ja so ein bisschen Struktur. Dann nehme ich mir noch mal die Einser her. Also ich mache das normal mit mehr Ruhe, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich renne da immer so durch, weil also ein bisschen Ruhe braucht man dafür schon. Es soll ja auch noch was aussehen. Mit dem hier bin ich jetzt noch nicht so zufrieden, aber es geht ja ums Zeigen und ich habe halt leider nicht so viel Speicherplatz und dann lädt es wieder ewig und es ist ja ein Rattenschwanz. Jetzt habe ich die eine hier vergessen. Den habe ich jetzt vergessen. So, weil das ist ja auch so ein bisschen hier. Ihr könnt auch hier mit der Grau mal noch ein paar Akzente setzen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also mit einer helleren Grau. Das ist gar kein Thema. So, und dann haben wir natürlich noch eine rosa Nase. Jetzt habe ich natürlich nur eine Farbe rausgelegt. Ist aber nicht so schlimm. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ihr gesehen habt, was ich gemacht habe. Das ist jetzt halt eine schnelle Koloration. Also das Papier ist eigentlich okay, würde ich jetzt mal sagen. Mich würde das jetzt noch interessieren und dafür würde ich jetzt tatsächlich mal... Ich überlege gerade, welche ich mit welcher auflade. Gut, bei zwei Spitzen, die wirklich vom Grund her sehr dunkel sind, ist es schwierig zu sehen. Haha, das ist sehr dunkel. Okay, bis hier die helle Farbe, das war ein bisschen zu lang.